Für den Förderverein St. Maternus in Wegberg-Merbeck sowie 20 weiteren Ortsvereinen und mehreren hundert ehrenamtlichen Helfern ist es endlich soweit. Nach mehr als dreijähriger Vorbereitungszeit präsentieren Sie das zweite Merbecker Kartoffelfest Himmel und Erd. Dass man Gutes auch noch besser machen kann, zeigen die Organisatoren des Kartoffelfestes in Merbeck. Alles rund um die Kartoffel und vom Leben auf dem Lande bietet sich den weit über 15.000 Besuchern der Veranstaltung. Für Andreas Theissen und sein Team eine spannende Herausforderung. Ja, nach dem Motto Fachfest kann jeder, haben wir im Gremium beschlossen, dass wir ein Kartoffelfest veranstalten wollten. Mit der Idee, dass viele Vereine, viele Ehrenamtler mitmachen. Das war am Anfang ein kleines Konzept, was aber dann ein Ausmaß gefunden hat, das man am heutigen Tag auch wahrnehmen kann. Auf ca. 30.000 Quadratmetern bietet sich den Besuchern ein Showprogramm, Vorführungen in der Arena, eine Landtier- und Landmaschinenschau, die Mörbymeile mit Dutzenden von Kartoffelköstlichkeiten und viele weitere Attraktionen. Einige hundert helfen für den guten Zweck, denn der Erlös ist für den Erhalt des Fachheimes bestimmt. Wir haben 300 Ehrenamtler im Boot, was bestimmt nicht so häufig vorkommt, besonders nicht in einem Ort, wo es nur 2000 Einwohner gibt. Wir sind sehr stolz auf diese Arbeit mit den Ehrenamtlern und wir sind sehr froh, Merbecker zu sein. Nach der erfolgreichen Premiere vor 4 Jahren begannen bereits sehr früh die Vorbereitungen für die Neuauflage des Festes. Mittlerweile haben wir Merbecker einen ganz starken Zusammenhalt durch die Vorbereitungen von unserem jetzt bereits zweiten Kartoffelfest. Das erste war im Jahr 2011. Das hatte eine total tolle Resonanz im ganzen Gebiet hier. Und schon kurz danach hatten wir den Wunsch, auch ein zweites Kartoffelfest zu erleben. Und wir sind in den Nachbarorten oder auch in der weiteren Nachbarschaft gewesen, auch in Belgien und Holland, und haben dort Stände ausgesucht. Sehr schöne Stände. Wir haben sehr großen Wert auf die Optik gelegt, um diese Optik, die Sie jetzt hier sehen, erreichen zu können. Neben den schönen Dingen fürs Auge gibt es aber vor allem viel Schmackhaftes für den Gaumen. Ein absoluter Renner des Tages ist die Kartoffelbratwurst nach einem Spezialrezept von Karl-Heinz Moll. Die Wurst ist eine Besonderheit, die ist vielmehr für den Ort, ist die hergestellt worden. Und diese Rezeptur, die wird nirgendwo anders erscheinen, nur hier im Ort bleiben. Und wenn dieses Fest in 4 Jahren wiederholt wird, wird die wieder verkauft. Und all die, die sich im Guten erinnern, und ich denke mal, das sind sehr viele, die selber sehr viele davon verkauft haben und viele auch 2 oder 3 gegessen haben, die werden immer wieder kommen dann. Somit muss man sich die Kundschaft halten. Natürlich gibt es auch Leckereien, die das ganze Jahr über erhältlich sind und deren Ursprung beim Kartoffelfest liegt. Parallel zu den Vorbereitungen zu unserem Kartoffelfest haben wir verschiedene Produkte entwickelt. Das heißt, wir haben ländliche Produkte entwickelt, die heute auch sehr gerne gegessen werden. Pannas, Kartoffelsuppe und Kartoffelwurst. Das sind Produkte, die versehen mit Etiketten von alten Fotos, also aus den 1930er Jahren, so richtig schöne alte Fotos versehen sind. Und diese Kartoffelwurst, Kartoffelsuppe und Pannasdosen werden von der Metzgerei Kohlen in Klinkum hergestellt und bei der Firma Edeka vertrieben. Zurzeit nur in Wegberg, aber langfristig auch in anderen Filialen. Die Organisatoren freuen sich, den Zeitgeist getroffen zu haben und die Besucher mit so manchem Angebot noch einmal in das vergangene Jahrhundert entführen zu können. Wir hören viele Rückmeldungen, dass viele ältere Menschen sagen, dass es noch mal für sie eine Zeitreise ist, dass viele Erinnerungen wachgerufen werden. Und dass viele auch sagen, dat noch ein Zjöf. Und das ist eigentlich die größte Wertschätzung, beziehungsweise das, was wir auch erwirken wollen. Also wir sind an dieser Stelle als Veranstalter sehr zufrieden, dass wir von jung bis alt die Menschen erreichen. Aber gerade wenn diese Menschen aus der Vergangenheit berichten können, hat das nochmal eine besondere Wertschätzung für uns. Neben Claudia Hecker, die eine Auszeichnung für ihren leckeren Kartoffelsalat erhält, stehen vor allem die neuen Kartoffelkönige im Mittelpunkt des Festes. Mit ihren originellen Exemplaren überzeugen sie die Jury. Der 6-jährige Pierre Lenders aus Merbeck präsentiert seine Mickey-Maus-Kartoffel und wird zum Jugendkartoffelkönig gewählt.
Helga Keulotz aus Jüschen schickt ihre Osterhasenkartoffel ins Rennen und kann damit ihre Konkurrenten auf die Plätze verweisen. Heute Morgen haben wir beschlossen, hierher zu fahren. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, geh mal bitte in den Garten und wir wollen eine Kartoffel mitnehmen und dort mal ein paar Sträucher. Das hat er dann auch gemacht. Und ja, und dann ist diese Kartoffel dabei rausgekommen und hat gesagt, die ist perfekt, die nehmen wir mit. Ja, und dann haben wir mitgenommen, hier abgegeben, ja, und prompt gewonnen. Das ist natürlich toll, ne? Freut man sich. Hätte ich nicht mit gerechnet. Man darf gespannt sein, was den Merbeckern in 4 Jahren einfallen wird, wenn es dann hoffentlich die 3. Auflage ihres Kartoffelfestes geben wird.